Dass wir stark sind und uns nicht durch das Verbreiten von Lügen spalten lassen. Herzlich willkommen bei Hier spricht das Volk, der neuen Talkshow von Bild, in der ganz normale Menschen wie Sie zu Wort kommen. Die Menschen, die in anderen Talkshows im Publikum sitzen, sind bei uns die Gäste und haben das Wort, erzählen uns, was ihnen auf der Seele brennt, und wir von Bild hören zu. Ich freue mich heute ganz besonders auf meine Gäste. Georg ist 85 Jahre alt und war sein Leben lang Arzt. André, 37, ist Fleischermeister. Marlies, 67 Jahre alt, ist Unternehmerin, heute Rentnerin. Natalia ist 39 Jahre alt, war in der Ukraine Apothekerin und arbeitet heute hier in Leipzig als Verkäuferin in einer Bäckerei. Andreas ist 51 und Betriebswirt. Menschen wie du und ich, ein Querschnitt durch unsere Gesellschaft, Menschen, die uns erzählen, was sie wirklich bewegt. Ich freue mich heute Abend auf Andreas, 61 Jahre alt, Bauingenieur. Auf Steffi, sie ist 73 Jahre alt und Rentnerin. Marie, 21 Jahre alt, sie ist Studentin. Auf Mahar, 30 Jahre alt, in Syrien war Verkäufer, jetzt macht er hier eine Ausbildung und möchte Erzieher werden. Und ich freue mich auf Wolfgang, 69 Jahre alt und Rentner. Es war viel los in den letzten Wochen in Deutschland, besonders im Osten unseres Landes. Wahlchaos, Chaos bei der CDU, Chaos in Berlin. Und wir wollen mit Ihnen sprechen darüber, was Sie glauben, was die Politik da gerade anstellt. Unter anderem mit Marilou, Hotelfachfrau. Silvia, 56 Jahre alt und Unternehmerin. Mit Gunther, 76 Jahre, früher Lokführer, heute Rentner. Und mit Andi, 54 Jahre und Bäckermeister in 9. Generation, das ist seit 200 Jahren. Herzlich willkommen hier bei uns, bei Bild in Leipzig im Oldtimer-Museum, bei Hier spricht das Volk. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Wer glaubt von Ihnen, dass Angela Merkel mit dem Satz "Wir schaffen das" falsch lag? Marie und Natalia glauben, sie lag richtig. Ich wüsste gerne einmal von Wolfgang. Warum glauben Sie, dass die Bundeskanzlerin falsch lag mit dem Satz in der Flüchtlingskrise "Wir schaffen das"? Weil die innerpolitischen Verhältnisse da nicht gestimmt haben und die ganze Bevölkerung oder ein Großteil der Bevölkerung damit gar nicht einverstanden war. Und die Flüchtlinge, die konnten hier machen, was sie wollten, ohne Pass, ohne alles, das darf ich mir nicht erlauben. Ma, sind Sie mit Pass gekommen? Mit Syrien Pass. Ja? Ja. Ma hat seinen Pass. Ja, gut. Ausweis. Viele sind ja ohne Pass, ohne alles gekommen. Das darf ich gar nicht. Da darf ich auf dem Flughafen nicht mal irgendwo hin. Wenn Sie jemand herkommt, also als fremd nach Deutschland kommt und hat keinen Pass und keinen Ausweis, das bekommt keinen Aufenthalt, weil er wurde alles fremd. Sie kriegen keinen Aufenthalt. Das heißt, Sie können keinen Sprachkurs lernen, Sie können keine Ausbildung oder was arbeiten gehen. Und deswegen, wer herkommt und hier was schaffen musste oder sein Leben wieder aufstehen musste, das musste einen Pass haben. Problem. Also wie ich zum Beispiel. Problem. Und ich habe noch eine Frage. Frau Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Was genau nicht geschafft wurde, was heißt schaffen von Sie? Ich würde sagen, wenn man sich integriert, wenn Sie, wie Sie, eine Ausbildung machen, Sie sagen, okay, ich will Erzieher werden, das ist, dann hat man es geschafft. Okay, also, das ist schaffen. Also Ihre Meinung, das ist schaffen. Meiner Meinung nach, natürlich, okay. Logisch. Okay. Fühlen Sie sich willkommen in Deutschland und in Leipzig, Maha? Teil, muss ich sagen, Teil. Also in meiner Ausbildung, was ich mache, ich habe auch durch meine Umgebung, es gibt Menschen, die auch mich akzeptieren, dass ich an der Hautfarbe bin oder einfach Werte und Normen habe, weil meine Kultur anders ist. Und es gibt Menschen, die geben keine Chance, dass sie einfach mit mir Kontakt haben, weil sie Angst haben. Okay, sie haben gelernt von ihren Eltern oder von ihrer Umgebung. Fremd, aus Syrien, Krieg, gefährlich, lieber nicht. Haben Sie das Gefühl, wir schaffen das? Oh, sehr gute Frage. Haben Sie, wenn Sie auf die letzten 5 Jahre blicken, das Gefühl, wir schaffen das? Leipzig schafft das. Gut, ich bin jetzt 21. Vor 5 Jahren war es mit dem Wählen bei mir noch gar nicht so. Also es ist so dieses Empfinden, ich habe diesen Kontakt nicht unbedingt. Demzufolge würde ich mich ungern jetzt irgendwie positionieren. Wir haben es versucht. Ne? Und das, finde ich, ist erstmal, was wir alle probieren sollten. Ne? Das finde ich, für mich finde ich es wichtig, weil
wir waren ja da, also ich bin zwar jetzt nur 6 Jahre gewesen bei der Wende, aber wir wurden ja aufgenommen, sage ich jetzt mal. Ne? Ob das jetzt gut oder schlecht war, das ist aber kein Vergleich. Nein, aber wir waren ja, unser Land wurde aufgelöst, wenn man es jetzt mal so will. Und, das ist, ne? Ob das jetzt so ist oder nicht, empfinde ich so. Das ist ja meine Meinung. Ne? Das kann ja jeder für sich selber. Und klar, ich habe meine Lehre in Bayern gemacht. Da war ich der einzige Sachse, der da unten war. Das war für mich bestimmt nicht jetzt genau so, aber war für mich auch was. Ich musste auch viel lernen. Wer von Ihnen glaubt, dass die AfD, so wie die Dinge im Moment laufen, eine Volkspartei in Deutschland werden könnte? 4 aus unserer Runde glauben, die AfD könnte eine Volkspartei werden. Andreas, warum? Wenn ich in der deutschen Politik 7, 8 bis 10 Jahre zurückgehe, dann sind sehr viele Themen vor 10 Jahren genau dort angesiedelt gewesen. Und man hat sich vor 7 oder 8 Jahren nicht getraut, auch nur annähernd diese Themen in eine rechte Ecke zu stellen. Und heute sind viele dieser Themen bei der AfD gelandet. Man projiziert momentan nur das Thema Migration mit einer AfD. Es gibt noch viele Themen links und rechts daneben. Da wird ein Pauschalurteil abgegeben und daraus resultiert aus meiner Sicht heute eine Diskussion, die letztendlich gar keine Diskussion mehr ist, sondern die in wüsten Beschimpfungen endet. Das finde ich sehr dramatisch. Während Andreas gesprochen hat, hat Andi die Backen aufgepustet und zum Ausdruck gebracht, dass es in ihm brodelt. Ja, also für mich ist eine Volkspartei eine Partei, die auf alle Antworten oder auf alle Fragen, die eine Gesellschaft aufwirft, Antworten anbietet. Das tut die AfD nur bei ihren Wohlfühlthemen, bei wenigen Themen, tut sie absolut nicht auf alle Fragen der Gesellschaft. Ich erwarte von der Volkspartei, dass sie, wenn sie morgen gewählt wird in einen Landtag, in einen Bundestag, dass sie zu allen Themen aussagekräftig ist. Dort gibt es kein Konzept für Rente, dort gibt es kein Konzept für Gesundheit. Für viele Themen gibt es einfach keine, für mich nicht nachlesbaren, nachvollziehbaren Konzepte. Deswegen ist die AfD keine Volkspartei und wird es in den nächsten Jahren auch nicht werden, wenn sie nicht programmatisch Themen aufmacht und sich der Diskussion stellt mit allen Themen. Aber haben denn die aktuellen Themen in aktuellen Parteien Lösungsansätze für diese Probleme? Deshalb ist ja dieser Trend AfD weg von der CDU, also die Mitglieder, ist ja da erst entstanden, weil eben die sogenannten Volksparteien keine Lösung anbieten. Also gut, also wir haben zu jeder Frage eine Antwort. Die wird nicht jedem gefallen, aber wir haben für jede Frage eine Antwort. Aber, da, so aber gesehen, diese, die, Entschuldigung, Verzeihung. Zuwanderung, wir brauchen auch Zuwanderung, ich bin ganz bei dem jungen Mann. Ich stimme dir zu, stand heute noch keine Volkspartei. Die Frage war aber, da möchte ich noch mal drauf zurückgehen, könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft? Kann die AfD eine Volkspartei werden? Ist die AfD auf dem Weg zur Volkspartei? Konjunktiv gesprochen. Stand heute vollkommen richtig, was du sagst. Wenn wir allerdings noch ein Stück in der deutschen Geschichte zurückgehen, haben wir auch heute Volksparteien, die irgendwann mal aus dem Ei gekrochen sind, die sich auch als Volkspartei aufgestellt haben und auch diese kompletten Antworten noch nicht hatten. Das sollte man vielleicht noch ergänzen. Und die Frage war, im Konjunktiv gesprochen, könnte es werden? Und, ja. Marie-Lou, Sie haben auch bei dem, was in den letzten Momenten gesagt wurde, das ein oder andere Mal, wie ich gesehen habe, die Augen verdreht. Glauben Sie, dass die AfD auf dem Weg ist zur Volkspartei? So wie ich das sehe, sind viele Menschen in diesem Land unzufrieden. Ja? Und ich denke, dass wenn jemand die AfD wählt, beispielsweise nicht gleich der gleichen Meinung ist. Aber die sagen sich, welche andere Partei soll ich denn wählen? Das heißt also, haben wir wahrscheinlich viele Protestwähler dazwischen, die sagen, okay, ich möchte jetzt einfach mal hier richtig schön in die Wunde reinstechen von der CDU. Also wenn ich jetzt beispielsweise etwas zu sagen hätte in der CDU, dann würde ich mir das ganz genau anschauen und ich würde mit den Menschen vor Ort reden, mit den Kleinen, ja, mit den Menschen, die von morgens bis abends arbeiten gehen für ein schönes, entspanntes Leben. Das passiert ja nicht. Das hat Annegret Kramp-Karrenbauer versucht, ist damit, kann man sagen, fulminant gescheitert. Wer von Ihnen, kurzes Handzeichen, hat Mitleid mit Annegret Kramp-Karrenbauer? Georg, warum haben Sie kein Mitleid mit Annegret Kramp-Karrenbauer? Man vermisste das Konzept, die klare Linie und das, was sie erreichen will. In den letzten Tagen war viel die Rede davon, ob die Bundeskanzlerin langsam am Ende ihrer Zeit angekommen ist und zurücktreten sollte. Wer von Ihnen glaubt, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel zurücktreten sollte?
Die Frau Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Aber sie hat den Satz gesagt, ohne das hinterher zu organisieren. Also sprich, es gibt hier keine Willkommenskultur für, egal, Migranten oder Fachkräfte. Also sprich, ich habe ein Unternehmen in der Gastronomie. Wir haben zum Beispiel einen Maschinenbauingenieur aus Argentinien. Das ist also eine sogenannte Fachkraft. Aber keiner, der ist als Tellerwäscher beschäftigt, aber keiner hilft diesem jetzt für seinen richtigen Job, den er gelernt hat, er hat einen Bachelor, da irgendwo einen Job zu finden. Das sagt also, ja die Natalie auch. Ja, nee, für sie genauso. Ja. Also das heißt, die Ausländer sind dann zwar da, gelernt oder ungelernt, aber die haben keine Basis, wo sie, wer sich um sie kümmert. Das mache ich als privater Unternehmer zum Beispiel in meiner Freizeit quasi. Das ist was Sie auch erleben, Natalia, ja? Sie waren Apothekerin in der Ukraine? Ja, ich habe mehr als 17 Jahre in der Apotheke gearbeitet. Und jetzt eigentlich mit Apotheke, das ist schon Geschichte. Also mein Diplom ist nicht anerkannt und das ist so lange schade. Weg. Schade. Sehr lange weg. Ich arbeite bei Bäckerei und meine Arbeit macht Spaß im Moment, das ist kein Problem. Aber ich fühle einfach, dass ich jetzt noch etwas kann. Für mich persönlich und für diese Gesellschaft. Ich bin nicht dumm. Ich habe 10 Jahre studiert, im Universität studiert. Und ich habe diese Basis. Aber trotzdem, ich kann nicht anfangen, weil mein Schulabschluss muss anerkannt sein. Kommen wir noch einmal zu den Wahlergebnissen, besonders hier im Osten, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. 31% für die Linke, 23,4% für die AfD. Das war das Wahlergebnis in Thüringen. Da war mehr als die Hälfte. Er hat Parteien an den Rändern gewählt. Hier in Sachsen war die AfD mit 27,5% zweitstärkste Kraft. Warum wählt der Osten so radikal, obwohl hier alles so schön ist? Andreas. Ob heute der Wähler, der sein Kreuz an irgendeiner Stelle auf einem Wahlzettel macht, radikal denkt, das kann ich auch in der Masse nicht beurteilen oder im Einzelnen nicht. Ich glaube aber, dass das eine pauschale Aussage ist, die im Breiten nicht zutrifft. Und wieder ein Stück zurückgegangen, 4, 5 Jahre zuvor. Sie hatten angesprochen, ich glaube, AfD und Die Linke in Sachsen. Da hat auch noch keiner gesagt, wer Die Linke wählt, ist ein Extremist. Heute wird das kurioserweise gemacht. Also heute ist es anscheinend auch so ein bisschen Mainstream zu sagen, man muss mal polarisieren. Und wenn es denn so ist, dass diese Wählerschicht so auseinanderdriftet, dann ist es aus meiner Sicht natürlich ein Versäumnis der klassischen alten Volksparteien, SPD, CDU, zum Teil auch der FDP, dieses überhaupt zuzulassen. Weil dieses Phänomen haben wir jetzt, glaube ich, im vierten Jahr. Marlies, was haben die alten Volksparteien, CDU und SPD vor allem versäumt? Ja, ich sehe das auch nicht als reinwürgen oder Krawall machen, sondern man hat diese ganze Geschichte hier einfach ignoriert. Man wird heute anders in die Ecke gestellt, finanziell ruiniert, wenn man seine Meinung sagt. Und man wird hier ganz schnell als Rassist beschimpft, obwohl man wirklich für ein ordentliches Miteinander ist, wenn die Menschen sich ordentlich benehmen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie unsere Gäste waren, dass Sie uns erzählt haben, was Ihnen tatsächlich auf der Seele brennt. Und ich möchte mich bei unseren Zuschauern verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn Sie dabei sein möchten, hier bei Hier spricht das Volk, dann können Sie sich für eine der nächsten Ausgaben bei uns bewerben. Vielen Dank fürs Zusehen, denn hier bei Hier spricht das Volk sagen normale Menschen, was sie wirklich bewegt. Auf Wiedersehen.